Sie stand kurz vor der Schließung. Doch jetzt ist der Bestand der Gedenkstätte Zuchthaus gerettet. 312.000 Euro wurden dem Menschenrechtszentrum vom Bund zugesprochen. Im kommenden Jahr legt das Land Brandenburg noch einmal 100.000 Euro drauf. Und auch die Stadt Cottbus fördert das Projekt mit 50.000 Euro. Damit können jetzt 5 Personalstellen gesichert werden. Es ist für uns eine Riesenerleichterung, insbesondere, dass Frau Grütters, die Kulturstaatsministerin, vom Bund entschieden hat, uns zu unterstützen, schon in diesem Jahr, weil damit gar nicht zu rechnen gewesen ist. Es waren so Pläne, vielleicht ab 2016, aber dass diese unerwartete Hilfe auch 2015 gekommen ist, war richtig eine große Erleichterung, weil sonst es die Gefahr gegeben hat, dass wir ab dem 1. Januar dieses Jahres hätten schließen müssen. Hauptsächlich arbeitet das Menschenrechtszentrum mit Gruppen und Schulklassen zusammen. Um alle Anfragen annehmen zu können, reichen aber die 5 Mitarbeiter nicht aus. Unter anderem deswegen ist das Menschenrechtszentrum weiterhin auf Spenden angewiesen. Natürlich brauchen wir weiteres Hilfspersonal und somit übernimmt der Verein den Löwenanteil der gesamten Kosten von 140.000 Euro jährlich für eine weitere Personalstelle, Honorarkräfte und die gesamten Betriebskosten. Denn wenn 5 Personalstellen gefördert werden von der öffentlichen Hand, damit kann man keine Gedenkstätte betreiben. Irgendeiner muss auch die Betriebskosten bezahlen. Zumindest reichen die insgesamt 463.000 Euro aus, um das Bestehen der Gedenkstätte vorerst zu sichern.